Dienstbeginn für Manuela Krause vom Ordnungsamt Barleben. Sie macht sich heute auf Schlaglochsuche. Möglich macht das dieses unscheinbare Handy, das den Straßenzustand dokumentiert. Alle 4 Meter macht das Mobiltelefon ein Foto. Nachvollziehbar sind 5000 Bilder. Die Seitenstraßen müsste ich jetzt noch absolvieren. Die Hauptstraßen sind fast alle durch, in Barleben selbst. Aber es kommt ja noch dazu Ebendorf und Meizendorf. Das brandneue System setzt auf künstliche Intelligenz. Möglich macht das eine spezielle Computersoftware, die eigenständig lernt, wie es um die Straßen in Barleben bestellt ist, um dann den Streckenzustand eigenständig in 15 Schadenskategorien einzuteilen. Seit kurzem setzen wir dafür eine künstliche Intelligenz ein. Das heißt, wir erfassen über ein Smartphone die Bilddaten. Diese Bilddaten werden an einen Server geschickt und da kommt dann auch die künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die wertet im Grunde die Bilder aus, analysiert die Beschädigungen und klassifiziert die Beschädigung. 3 Geräte hat die Gemeinde Barleben angeschafft. Die Kosten? Rund 25.000 Euro für die Handys samt Software. Viel Geld, das jedoch auf lange Sicht gut angelegt ist, weil die Gemeindemitarbeiter dadurch deutlich entlastet werden. Für uns als Gemeinde ist das eine große Erleichterung, weil es bisher so gewesen ist, dass Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes, Mitarbeiter des Wirtschaftshofes auf ihren täglichen Fahrten die Beschädigung letztendlich aufnehmen mussten, gesehen haben und an das Tiefbauamt gemeldet haben. Und erst dann konnten wir als Gemeinde dort die Beschädigung beheben. Das passiert jetzt alles über dieses System, über diese künstliche Intelligenz. Die Testphase für die brandneue Technik beträgt erstmal 3 Jahre. Danach will die Gemeinde Barleben entscheiden, ob sie die Schlaglöcher ihrer 65 Kilometer Straße auch in Zukunft mit künstlicher Intelligenz dokumentieren lässt.